Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifu Sergei. In diesem Video zeige ich den Scherengang in der Luft aus der Holzpuppe. Der Scherengang in der Holzpuppe wird gemacht zum Beispiel aus der Manwu-Position über das Handgelenk. Pump ausgerichtet, Ellbogen geht nach oben, Ellbogen ist über den Arm, also nicht und wie zusammen, und das mit dem Wender. Ohne Wendung sieht so aus, dass Kombination aus dem Gang und so ein Jump nach vorne. Jetzt hier rüber, die Hand hoch, im letzten Moment, wie ob du so schneiden willst, zack, Gewicht verlagern, Wendung, Scherengang. Vor, einmal, bumm, hoch, plack, vor, zack, vor, bumm. Wichtig ist, nicht die Hand nach unten zu nehmen und zu schlagen, sondern die Hand hier bleibt so lange, bis der andere Arm kommt und im letzten Moment wird es übernommen. Hier bleiben, ausrichten, vor, eins, zwei, vor, bumm. Drei Arten, wie du Scherengang aus der Holzpuppe einwenden kannst, ist einmal alles zuvorkommen, Stoß, klack, ihr steigend nach vorne, den oberen Arm, klack, das, bupp, dann einmal schneiden, senken mit dem Ellbogen, draufhauen, Druck ist immer nach vorne, eins, und aufnehmen, bupp, mit nachgeben, klack, klack, klack. Nach vorne, mit Druck, steigend, zack, senken, hopp, 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 schön mit Ellbogen runter. So viel zum den Scherengang aus der Holzpuppe. Trainiere fleißig, abonniere meinen Kanal, hinterlasse einen Kommentar, drück den Daumen nach oben und demnächst kommt auch ein Video entsprechend Scherengang an der Holzpuppe und Einwendungen mit dem Partner. Bleib dran, bis zum nächsten Mal, ciao.